Freunde, und willkommen zum 34. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Und zwar geht's weiter mit der Nebenmission Jetzt oder Nie, ist Teil von der Mission mit Triss. Und da setzen wir jetzt mal weiter dran fort. Aber ich habe den Voraus gezahlt für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und... Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Her mit der Halskette und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß. Wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie an Treffer und nehmen echte Magier fest. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Berthold und Anis? Ja, das würde ich auch gerne wissen, wer die sind. Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du, so schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird doch problematisch sein, zu machen. Es wird einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Du kannst nicht alles und jeden wegen zwei Leuten riskieren. Das wäre unklug und unmoralisch. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Gut, gehen wir zum Eisvogel. Dann los. Das ist sie! Schnapp die Hure! Lebendig! Ja, wer bringt hier wen um? Dämliche Hexenjäger. Oh. Nun? Ja, ich sehe hier keine mehr. Ah, hier. Blöde Tempelwache, jetzt bist du nur noch in zwei Hälften. Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein, ich hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einer Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, verdammt, ich bin überladen.
Dann mal los. Trisilein. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen wer weiß, spät. Wer weiß. Triss, Militele sei Dank. Ist jemand vom Versteck in Silberstein hier? Odette, Kaspar, Dietmar und Janne. Hagen? Er wird nicht kommen. Wie, er wird nicht kommen? Schnell, bevor jemand reinkommt. Clever, clever. Guckt sich den mal einer an. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hattet auch einen Grund dazu. Jäger haben mich verfolgt. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so ja, oder so natürlich. Lustig. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Auf in die Kanalisation. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Na dann. Ich schwöre, ich würde die Magie sein lassen. Ich will nicht rauskommen. Das kannst und willst du nicht. Hier gibt es noch ein paar Sachen zum Mitnehmen. Der berühmte weiße Wolf. Ich verneige mich vor dir. Ah, so viel Schema und so viel Sachen. Geil. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist das. Ah, wieso bin ich schon wieder überladen? Ich muss ein bisschen Platz schaffen. So. Dann kann ich noch ein bisschen mehr aufnehmen. Hier finden sich bestimmt gute Sachen an. Schluss jetzt! Nee. Auch noch ein paar Monster hier am Stissel. Ach, dieses Überladenskram, ne, Leute.
Komm, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Die auch nicht. Gucken, was ich hier noch an Krempel loswerden kann. Aber das gibt halbwegs viel. Also wirklich werde ich trotzdem nichts los, ne? Weg, weg. So. Patty immer alles einsammeln will. Aber gerade hier in der Kanalisation findet man nützliche Sachen. Wie zum Beispiel hier die Kiste. Zack, zack. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Stimmt, ist hier irgendwo ein Hebel oder sowas? Mal die Augen aufhalten. Ah. Chris, ich habe einen Ausgang gefunden. Gedichte von Gonzalo de Garcia. Kopf am Baratzes Chronik. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Maria. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Kopf. Ah, das glaube ich. Weißt du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Wo ist sie denn hin? Chris. Na komm. Verdammt! Ganz schön viele. Das kriegen wir schon hin. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wird denn die ganzen Leichen hier wohl kommen? Wir sind direkt unter dem Landplatz. Dort wohnt auch Carlo Hackerbach. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung?
Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Ja, Mädchen, ist ja gut. Nächster Freundchen. Die Ertrunkenen gehen mir ziemlich auf den Sack. So. Was muss ich hier denn noch loswerden? Wo bist du denn jetzt hin? Nun? Dann mal los, damit wir hier endlich rauskommen. Das ist allerdings so das Nervige bei dem Spiel. Auch immer sehr viel Inventarplatz. Also hier wird sehr viel davon verbraucht. Und man hat sehr wenig davon. So, weiter geht's. Den Vampir sind wir losgeworden. Löwen, hörst du? Wir haben's geschafft. Jo, haben wir.
Oh nein, ich hab Platsch gemacht. Endlich. Ich dachte schon, wir müssen für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geraten. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Na, jetzt gibt's Ärger. Sieh ich aus wie der verdammte... Wir bitten Sie natürlich, hier zu bleiben. Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Komm schon, Mädchen. Frau Merigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Frau Merigold, wir legen ab. Oh nein. Er sagt, ich liebe dich und sie will reisen. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzeballungen, zog einen Nadelstreifenbams an, sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein, sie sagte, Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um. Jawohl. Sie ist geblieben. Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Danke. Ich bin überwältigt. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Hui. Jetzt wird's romantisch. Sie sind jetzt in Sicherheit, richtig? Ja. Mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Wunderschöne Frau. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein.
Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Mhm. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach, wenn alles vorbei ist. Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedeuten. Aber auch Bäder, Balsam, Körpermassagen. Zum Ausgleich für die vielen Jahre, die du im Freien übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verführerisch. Müsste ich denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich warten. Hört sich gut an. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher haben wir weder das eine noch das andere gebraucht. Seht, sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H L A K B R Hill Lagbr. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ein Code. Was denkst du denn? Ja, aber was für ein Code. Hahaha. Für alles. Und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und? Was jetzt? Ist noch etwas früh für und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kaer Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Seit Ciris Ausbildung. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich werde dich auch vermissen. Nice, 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 nice. Auf jeden Fall. Männerduft, beißender Schweiß und Kastanienbalsam gegen Gelenkschmerzen. Dextra. Ach, diese Hexersinne. Vor dir kann man auch gar nichts verbergen. Das Gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon, wenn ich dich nicht mehr brauche. So, fragen wir mal nach. Dextra, was hackst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht, hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl in Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000, 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein,
Ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinden? Van Art, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Ich töte keine Könige. Ja, ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra, vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Natürlich werden wir ihnen helfen, aber das dann erst in den nächsten Parts. Ja, an der Stelle endet hier der Part. Der ging schon lang genug. Ich hoffe, euch hat's bisher gefallen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao.